Jedes Mal, wenn man einen Blick in die Tageszeitung wirft, liest man etwas über Vorfälle, die mit Datenmissbrauch zu tun haben. Diese Algorithmen können zu sehr guten Zwecken verwendet, aber auch missbraucht werden. Das stellt uns vor eine große Herausforderung. Ich heiße Will van der Aalst. Ich bin Professor für Informatik und habe mich auf das Gebiet Process Mining spezialisiert, das versucht, Process und Data Science miteinander zu verknüpfen. Will van der Aalst hat diese beiden Felder als erster miteinander verknüpft. Dadurch kann er in fast jeder beliebigen Datenmenge automatisch einen Prozess erkennen. Wenn etwa wie hier am Flughafen Eindhoven ein Koffer eine Schranke passiert, ist das ein Ereignis, das Daten generiert. Das Konzept des Process Mining ist folgendes. Man nimmt Ereignisdaten aus einem System, sei es von einem Informationssystem aus dem Gesundheitswesen oder einer Gepäckabfertigung, und erstellt daraus automatisch Modelle, die zeigen, was wirklich vor sich geht. Die Modelle sind auf den jeweiligen Prozess individuell abstimmbar. Die blaue Linie steht für den Happy Path, den idealen Weg. Mit einbezogen werden aber auch Vorgänge, die nicht so laufen, wie sie es sollten. Hier zu sehen in der roten Linie. Oder Dinge, die passiert sind, obwohl sie überhaupt nicht vorgesehen waren. Die Kurve nach oben. Wo gibt es Abweichungen vom Sollzustand? Wodurch kommt ein Prozess zum Stocken? Das Besondere an Process Mining? Auch menschliche Akteure und ihr Verhalten können mit einberechnet werden. Es geht immer darum, schneller, günstiger und kompatibler zu sein. Mit dem Open-Source-Tool PROM entwickelte Will van der Aalst ein weltweit gültiges Standardwerkzeug, das stetig weiterentwickelt wurde. Von 29 Plugins auf heute über 1500. Open-Source-Technologie ist für ihn ein wichtiges Mittel, Einfluss auf die kommerzielle Welt zu nehmen. Ihm ist seine Unabhängigkeit jedoch wichtig. Als richtiger Wissenschaftler sollte man Steuergelder dazu nutzen, Ideen zu entwickeln und diese als Open Source bereitstellen, damit andere sie dann aufnehmen können. Ich finde es schön, dass junge Studierende mit Hilfe dieser Ideen Firmen gründen. Ich bin stolz, dass es mindestens 25 Firmen gibt, die auf Basis unserer Ideen Process Mining verkaufen. Congratulations on your birthday. You moved to Aachen and all the work that you get to do there. So it's a small present. Unsere Welt ist datengesteuert. Wie wir konsumieren, wie wir miteinander kommunizieren, all das generiert Daten und kann in den falschen Händen Schaden anrichten. Will van der Aalst wird seine Professur an der RWTH Aachen antreten und sich dort insbesondere einem Thema widmen. In Aachen möchte ich an der RWTH einen Teil des Preisgeldes dafür nutzen, ein neues Programm zu entwickeln, das sich mit der verantwortungsvollen Nutzung von Data Science beschäftigt. Ich werde mich dabei auf die technischen Aspekte konzentrieren, nicht so sehr auf die rechtswissenschaftlichen oder ethischen Aspekte. Wir möchten Process Mining-Werkzeuge entwickeln, die beispielsweise bei verschlüsselten Daten falsche Schlussfolgerungen verhindern, damit man dieselben Resultate erhält, ohne dass vertrauliche Informationen enthüllt werden. Van der Aalst ist nach Aachen gekommen, um zu bleiben. Ihm gefällt, welchen Stellenwert Wissenschaft und Forschung in Deutschland haben. Und seine Familie mag die Stadt und ihre Umgebung. Meine Familie ist mir sehr wichtig. Wir haben 4 Kinder, mit denen ich gern meine Zeit verbringe. Es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich die 4 sind. Ich bin sehr froh, dass meine Familie den Schritt hierher zu ziehen unterstützt. Sie freuen sich auch schon auf den Neustart in dieser schönen Umgebung. Mit Deutschland hat der Naturliebhaber bereits Erfahrung. Die Wochenenden verbringt er am liebsten in seinem Ferienhaus in der Eifel. Hier ohne Internet und Telefonanschluss kann van der Aalst am besten arbeiten. Hier hat er die meisten seiner Bücher geschrieben. Für mich ist Forschung etwas sehr Persönliches. Man nimmt seine eigenen Ideen und erschafft etwas Neues aus dem Nichts. Das ist toll. Man erschafft seine eigene Welt mit eigenen Regeln
und löst dann schwierige Probleme, die man im echten Leben nicht lösen könnte. Denn da muss die Lösung sofort Erfolg versprechen. Manchmal weiß man, dass die eigene Forschung noch nicht gleich am nächsten Tag von Nutzen sein wird. Aber vielleicht in 5 oder 10 Jahren.